Hallo, könnt ihr glauben, dass die TV-Serie Die Waltons schon vor 51 Jahren Premiere hatte? Unsere Generation ist mit dem Fernseher aufgewachsen. Ich denke, es wäre wunderbar, wenn ihr euch mit eurer Familie auf das Sofa setzt und die Serie mit der gesamten Besetzung damals und heute noch einmal anschaut. Wer ist leider verstorben und wer sieht heute noch großartig aus? Findet die Antworten in unserem Video. Also, lasst uns zusammen einen Blick darauf werfen. Nummer 1. Ellen Corby spielte Esther Walton in der Serie, als sie 1972 61 Jahre alt war. Wir bedauern sehr, euch mitteilen zu müssen, dass sie am 14. April 1999 im Alter von 87 Jahren in Los Angeles, Kalifornien, an einem Schlaganfall verstorben ist. Nummer 2. John Walmsley spielte den Charakter Jason Walton in der Serie, als er 1972 16 Jahre alt war. Heute ist er 67 Jahre alt und genießt sein Leben in North Cornwall, Großbritannien. Nummer 3. Joe Connolly spielte Ike Godsey. Er war 1972 beim Dreh der Serie 44 Jahre alt. Leider verstarb er am 7. Juli 2013 im Alter von 85 Jahren in Newbury Park, Kalifornien, an den Folgen von Demenz. Nummer 4. Richard Thomas spielte die Rolle von John Boy Walton in der Serie, als er 1972 21 Jahre alt war. Heute lebt er ein glückliches Leben mit seiner Familie und seinen Freunden im Alter von 71 Jahren in Manhattan, New York City. Nummer 5. Eric Scott spielte den Charakter Ben Walton. Er war erst 14 Jahre alt, als er 1972 in der Serie auftrat. Heute lebt er ein gesundes und leidenschaftliches Leben im Alter von 64 Jahren in Richmond, Kalifornien. Nummer 6. Ralph Waite spielte John Walton, Sr., in der Serie, als er 1972 44 Jahre alt war. Wir bedauern sehr, euch mitteilen zu müssen, dass er am 13. Februar 2014 im Alter von 85 Jahren in Palm Desert, Kalifornien, an altersbedingten Krankheiten verstorben ist. Nummer 7. Michael Learned spielte die Rolle der Olivia Walton. Sie war 1972 beim Dreh der Serie 33 Jahre alt. Heute ist sie 84 Jahre alt und lebt ein erfülltes Leben in Hartford, Connecticut. Nummer 8. Mary Beth McDonough spielte den Charakter Erin Walton in der Serie, als sie 1972 erst 11 Jahre alt war. Heute lebt sie ein glückliches Leben mit ihrer Familie und ihren Freunden im Alter von 62 Jahren in Los Angeles, Kalifornien. Nummer 9. Kami Kotler spielte die Rolle der Elizabeth Walton. Sie war 7 Jahre alt, als sie 1972 in der Serie mitspielte. Heute ist sie 57 Jahre alt und führt ein erfülltes Leben in Long Beach, Kalifornien. Nummer 10. David W. Harper spielte die Rolle des Jim Bob Walton in der Serie, als er 1972 erst 11 Jahre alt war. Heute lebt er ein gesundes und leidenschaftliches Leben im Alter von 61 Jahren in Abilene, Texas. Nummer 11. Judy Norton spielte die Rolle der Mary Ellen Walton. Sie war erst 14 Jahre alt, als sie 1972 in der Serie auftrat. Heute lebt sie ein glückliches Leben mit ihrer Familie und ihren Freunden im Alter von 65 Jahren in Santa Monica, Kalifornien.
Nummer 12. Vilgair spielte den Großvater in der Serie, als er 1972 bereits 70 Jahre alt war. Leider verstarb er am 22. April 1978 im Alter von 76 Jahren in Los Angeles, Kalifornien, an Atemversagen. Lasst mich wissen, welcher Charakter euer Lieblingscharakter aus der TV-Serie Die Waltons ist, und hinterlasst eure Kommentare unter diesem Video. Vergesst nicht, mich zu unterstützen, indem ihr das Video liked, meinen Kanal abonniert und die Benachrichtigungsglocke aktiviert, um keine meiner kommenden Videos zu verpassen. Ich freue mich darauf, weitere schöne Erinnerungen mit euch zu teilen. Danke und bis bald!